Es ist das Beste, wenn ich auf das Erbe verzichte. Du willst Klein beigeben? Solange Charlottes Testament noch nicht offiziell ist, muss ich meinem Orden kein Erbe melden. Das kannst du nicht machen. Mama hat dir einen Teil des Fürstenhofs gegeben. Dann sind Sie Laura Mahler. Ihre Freundin Tanja Lieberts hat mir von ihrem Kummer erzählt. Aber da muss es sich um ein Missverständnis handeln, weil ich bin nicht Christians Freundin. Also entweder gehst du auf meinen Vorschlag ein oder du gehst leer aus. Ich bin Charlottes Sohn. Und genauso wie du habe ich das Recht, eine amtliche Vormundschaft über ihre Anteile an der Klinker-Emden-Gruppe zu beantragen. Und genau das habe ich gerade getan. Entweder du bleibst hier und spielst den Rest deines Lebens Christian de Ville, oder du kommst mit mir nach Russland, kannst endlich wieder als Arzt arbeiten und bist Gregor. Du musst dich entscheiden. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Ist dir eigentlich klar, was es bedeutet, unter einer falschen Identität zu leben? Natürlich. Das tue ich ja schon seit über einem Jahr. Solange du das Risiko für Sophia eingegangen bist, hatte das auch alles einen Sinn. Ich habe Sophia geliebt bis zu ihrem Tod. Und ich habe alles auf mich genommen, um ihr beizustehen. Aber jetzt, ich fühle mich einfach wieder frei. Und du meinst, dass es diese Laura wert ist, deine ganze Zukunft aufs Spiel zu setzen? Und was ist in der Liebe schon sicher? Mein Herz sagt auf jeden Fall ja. Und dein Verstand? Der sehnt sich nach Klarheit. Und was willst du machen, wenn jemand aus deiner Vergangenheit hier auftaucht und dich plötzlich als Gregor Bergmeister erkennt? Ich will nicht mehr, dass du mich Gregor nennst. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Und über deine Zukunftspläne willst du über die auch nicht nachdenken? Doch, aber ich hätte doch niemals gedacht, dass ich noch mal sowas für eine Frau empfinden kann. Laura ist etwas ganz Besonderes. Du bist Arzt, Gregor, nicht Haustechniker. Du wolltest mit mir nach Russland gehen, um Menschen zu heilen. Ist dir das völlig egal? Ich werde immer Arzt bleiben. Du wirfst einfach alles weg für eine Frau, die du kaum kennst. Ihr glaubt wohl, ich bin blöd. Wie bitte? Vater, der war gerade bei mir. Und er hat mir großzügig angeboten, mir meine Anteile, die mir Mutter testamentarisch vermacht hat, zu überschreiben. Die gehören mir doch sowieso schon. Theoretisch schon. Aber wenn Vater Mutter nicht für tot erklären lässt, was er nicht tun wird, dann darf er ihre Anteile verwalten. Das weiß ich. Aber ich habe auch Folgendes rausgekriegt. Auch Kinder können die treuhänderische Verwaltung des Vermögens der Mutter beantragen. Was ist das denn her? Vom Amtsgericht. Ich lasse mich nicht mit Krümeln von Vater abspeisen. Herr Robert, hey, mir passt das alles nicht, wirklich. Wir sollten hier angemessen trauen. Und was machen wir? Wir bekriegen uns gegenseitig, bitte. Wer hat denn damit angefangen? Ja, ihr beide. Ich? Ja, Vater und du. Hab ich Mutter das Leben zur Hölle gemacht? Hab ich versucht, aus ihrem Tod Profit zu schlagen? Nein, aber du vergisst deinen Auftritt bei der Trauerfeier, mein Lieber. Das kannst du nicht verstehen. Ich bin einfach nicht so kompromissbereit wie du. Einer muss kompromissbereit sein, sonst fliegt uns der ganze Laden hier um die Ohren. Ich werde beim Amtsgericht beantragen, dass ich die Vermögenswerte von Mama selbst verwalte, bis ihr Verschwinden geklärt ist. Vater wird sich nicht so leicht geschlagen geben. Er hat die besten Anwälte, er wird sich gut beraten lassen, also zieh dich warm an. Willst du tatenlos zusehen, wie dieser Typ hier wieder die Macht ergreift? Nein, natürlich nicht. Und das wollte Mutter auch nicht. Deswegen hat sie einen Teil ihres Vermögens Elisabeth vermacht. Ich bin es Mutter schuldig, dass wir diesen egozentrischen... Komm endlich mal runter. Es reicht. Wirklich. Wenn du hier durch willst, brauchst du einen kühlen Kopf. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Gott, Robert, darum geht's doch nicht, verdammt nochmal. Natürlich finde ich das bescheuert, wie Vater Elisabeth und den Orden austricksen will. Aber ich will nicht, dass sich hier eine fremde Institution im Hotel breit macht. Aber Alex, es geht doch überhaupt nicht um Elisabeth, um den Orden oder sonst irgendetwas. Es geht einzig und allein um Werners Machtanspruch. Vater hat dieses Hotel zu dem gemacht, was es ist. Du kannst es dir schönreden, wie du willst. Entweder respektierst du Mutters letzten Willen oder du stehst auf Werners Seite. Entscheide dich endlich.
Versuchen Sie es nochmal, Franz. Und wenn Sie auch nur ein paar Millimeter tiefer kommen, jeder Erfolg zählt. Ja, schon gut. War das jetzt gerade Ihr Magen, der da geknurrt hat? Ignorieren Sie ihn einfach, das mache ich schon den ganzen Tag. Na gut, dann machen wir diese Übung jetzt noch 10 Mal und dann reicht's für heute. 1, 2, 3, 6, 9. Und die 4, die 5, die 7, die 8, wer soll die machen? Du vielleicht. Oh, Entschuldigung, das ist mir jetzt leider rausgerutscht. Ist mir peinlich. Macht nichts. Ehrlich? Das freut mich. Ich bin der Franz. Tatsächlich. Ich heiße Viola. Ah, was? Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Bei den Rumpfbeugen. Und damit ich wirklich effizient sein kann, musst du mir genau deine Belastungsgrenze sagen. Lass uns das bei einem kleinen Imbiss im Restaurant besprechen. Ich lade dich ein dazu. Na gut, aber auf dem Speiseplan werden Magerquark und Kräutertee stehen. Habe ich an irgendwas anders gedacht? Ha? Du bist wirklich ein vorbildlicher Schüler, Franz. Und deswegen hast du dir eine Belohnung verdient. Die da wäre? Ich lade dich heute Abend zu mir zum Essen ein. Dann wirst du auch nicht von vorbeispazierenden Hirschmedaillons gequält. Auch nicht schlecht. Ich nehme noch eine Dusche. Kommst mit? Si, Giovanni. Mille grazie, presto. Si. Hallo, Schatz. Ich habe eine tolle Überraschung für dich. Ja, schön. Gute Neuigkeiten kann ich gebrauchen. Erinnerst du dich an Giovanni Menzi? Der Galerist aus Mailand. Ja, genau der. Morgen findet in Mailand die Eröffnung der Ausstellung junger Maler statt. Und jetzt die Sensation. Giovanni hat uns 2 Karten für die angesagteste Vernissage des Jahres besorgt. Schön. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ja, natürlich. Was, Vernissage? Meinst du in Mailand oder so? Und wir sind eingeladen, Alexander. Katharina, ich habe zurzeit so viel um die Ohren, es tut mir leid. Genau. Und deshalb würde dir ein Kurztrip nach Mailand gut tun. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Robert und Vater bekriegen sich gegenseitig. Da habe ich nicht den Kopf frei für eine Ausstellung oder sonst was. Ich verstehe dich. Aber du kannst im Moment nichts tun, oder? Ich kann vielleicht Schlimmeres verhindern. Du wärst 2 Tage weg. Bis dahin wird schon nichts Schlimmes passieren. Robert hat vor, beim Amtsgericht einen Antrag zu stellen, um das Vermögen von Mutter selbst zu verwalten. Das kannst du dir vorstellen, wie Vater tobt, wenn er das hört. Ja, einen Antrag beim Amtsgericht zu stellen, das dauert Tage. Bis dahin muss doch Werner davon nichts erfahren. Nicht von mir, aber Robert wird sich kaum beherrschen können. Alexander, wir haben schon so lange nichts gemeinsam unternommen. Ich weiß. Bitte. Ich werde versuchen, mir freizunehmen. Ich werde es versuchen. Versprochen? Ja, versprochen. Einen guten Appetit, die Damen. Danke, schmeckt gut. Das freut mich. Und Tantchen, wie schmeckt's dir? Ausgezeichnet. Du bist wirklich ein begnadeter Koch. Und das sage ich nicht nur, weil du mein Neffe bist. Freut mich. Aber du wolltest von mir sicher nicht nur eine Lobrede auf dein Essen hören, oder? Auch von dir könnte ich immer eine Lobrede auf mein Essen bekommen. Willst du dich nicht zu mir setzen? Es geht um Mutters Testament. Ich kann einfach nicht fassen, was Vater davor hat. Ich auch. Es ist einzig und allein Vaters Schuld, dass dieses Hotel in den Schulden steckt. Ich weiß, Charlotte hat mir einiges davon erzählt. So, und jetzt will er hier wieder die Macht übernehmen. Glaubst du, er wird in Mutters Sinn handeln? Du kannst es nicht verhindern, dass Charlotte nicht für tot erklären lässt. Nein, aber ich kann verhindern, dass du ausgebotet und ich hintergangen werde. Und wie? Kann ich einen Schluck Wasser haben, bitte? Sofort. Laut Gesetz kann ich auch die treuhänderische Verwaltung der Vermögensanteile meiner Mutter beantragen. Allerdings müsste ich die ganze Familie hinter mir wissen. Ja, und was heißt das? Das heißt, dass wir vor Gericht alle aussagen müssen, dass ihre Ehe zerrüttet war und dass Vater Mutters Wunsch nicht respektieren wird. Robert, das halte ich für keine sehr gute Idee. Nein? Was hältst du denn für eine gute Idee, dass das Hotel in den Ruin getrieben wird, dass du und deine Orden ausgebotet und dass er mich fertig macht mit seinem absurden Machtanspruch? Ich finde es nicht gut, wenn dieser Familienzwist öffentlich ausgetragen wird. Wir haben schon öfter unsere Probleme in der Öffentlichkeit besprochen. Und, fandest du das gut? Nein, aber jetzt geht's um alles oder nichts. Genau. Du könntest alles aufs Spiel setzen und am Ende mit nichts dastehen.
Wenn wir alle zusammenhalten, dann hat Vater keine Chance. Warum hast du deinen Vater so? Du bedeutest ihm mehr, als du denkst. Aha. Und vergiss nicht, dass Charlotte ihm kurz vor dem Tod verziehen hat. Wenn Mutter gewusst hätte, dass er ihren letzten Willen nicht respektieren wird, dann hätte sie ihn gelinde gesagt verflucht. Robert, beherrsch dich! Ich möchte damit nur sagen, dass sie sicherlich seine Ideen nicht für gut geheißen hätte. Und das ist noch milder ausgedrückt. Hallo. Entschuldigung, hab ich dich erschreckt? Nein, ich hab nur gerade so ein bisschen nachgedacht. Sophia? Auch. Weißt du, kurz nach Papas Tod, ja, da habe ich in der ersten Zeit auch wirklich immer... Ich sagte, ich bin froh, dass ich aus der Küche mal weg konnte. Da herrscht eine Atmosphäre. Es ist unglaublich. Man kann da nicht arbeiten. Da soll man Desserts kreieren. Ich muss aber trotzdem zurück, glaube ich. Ich meine, ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung. Also, meinen Desserts gegenüber. Naja, ich lasse dich da mal alleine. Na, bis dann. Ja. Komm rein, du wolltest mich sprechen. Darf ich dir etwas kommen lassen? Nein, danke. Ich hatte gerade ein ausgezeichnetes Mittagessen. Ja, unsere Küche ist berühmt. Dank Robert. Nicht nur. Auch dank Alexanders Marketingkonzept. Ja, ein ausgezeichnetes Team. Und das ist genau der Punkt, warum ich dich sprechen wollte. Ja, ich wusste doch, dass du mich nicht nur aus Sympathie besuchst. Es wäre schade, wenn diese Familie und damit dieses hervorragende Familienunternehmen zerstört würden. An mir soll es nicht liegen. Von dir hängt es aber am meisten ab. Warum überlässt du Charlottes Anteile nicht deinen Söhnen und begnügst dich damit, zusammen mit Alexander das Hotel zu leiten? Ich glaube, ich habe mich wohl verhört. Wem verdankt der Fürstenhof seinen Aufstieg? Dir, genauso wie den Abstieg. Ach, das Hotel läuft hervorragend. Ist aber verschuldet. Geht es hier um deine Anteile? Hast du Angst, dass dein Orden leer ausgeht? Mir geht es um den Frieden in der Familie. Meinst du nicht, dass es schon genug Ärger gab? Eben. Und um weiteren Ärger zu vermeiden, begnüge ich mich nicht mit dem Posten eines Frühstückdirektors. Ach, das kann nicht gut ausgehen. Aber nur, weil Robert die Konfrontation sucht. Oder willst du dich etwa auch noch mit mir anlegen? Robert würde keinen Ärger machen, wenn du Charlottes letzten Willen akzeptieren würdest. Warum gehst du nicht nach Afrika zurück und spielst dort die Obernonne? Kann sein, dass du ein Vermögen gewinnst, aber deine Söhne wirst du verlieren. Besonders Robert, und der ist dein einziger leiblicher Sohn. Robert und ich werden noch nie eine gute Beziehung. Mit Alexander habe ich mich immer sehr gut verstanden. Der wird zu mir halten. Bist du da so sicher? Und was ist, wenn er erfährt, dass du nicht sein leiblicher Vater bist? Willst du mich erpressen? Traust du mir das zu? Ja. Schließlich geht es dir auch ums Geld. Wenn es dir nur um Geld und Macht geht, dann tust du mir leid. Mist, Ding Blödes! Jetzt hör doch mal auf mit diesem blöden Ding. Ich warte auf eine Antwort von dir. Was ist jetzt mit der Schublade im Laden? Dieses vermaledeite Ding macht mich wahnsinnig. Die kaputte Schublade? Nein, der da. Wegen der Schublade schicke ich dir den Haustechniker in den Laden. Dann hol dir doch eine Hilfe. Es gibt für alles Spezialisten. Jedes Kind begreift Computer, dann werde ich das doch wohl auch schaffen. Soll ich mal nachschauen? Vielleicht kann ich helfen. Ja, apropos Kind. Kinder können den Alten noch sehr viel beibringen. Xaver? Danke. Sehr gerne. Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Wir sind hier in Flitterwochen und würden gerne eine Nacht bleiben. Wäre denn noch was frei? Vielleicht sogar die Hochzeitssuite? Für eine Nacht, sagten Sie? Ja.
Ja, die Hochzeitswirt ist frei. Entschuldigung, wir wissen, dass das Haus hier zu den Top-Hotels gehört. Wir sind nicht nur wegen der Lage hier, sondern auch wegen den berühmten Pralinen und... Sie wollen wissen, was die Suite kostet. Ja. Das ist pro Nacht, oder? Sie können nicht für ein frisch verheiratetes Paar vielleicht eine kleine Ausnahme machen? Bedauerlicherweise kann ich das nicht verantworten. Aber ich... Natürlich macht der Fürstenhof mal eine Ausnahme. Schließlich hoffen wir, dass zufriedene Gäste uns immer wieder besuchen. Ganz bestimmt. Alfons, Sie machen dem jungen Paar den Aufenthalt in unserem Hotel so angenehm wie möglich. Ja, da müsste ich nur erst noch mit Alexander rücksprechen. Das brauchen Sie nicht. Sie müssen sich nur darum kümmern, dass die Suite in Ordnung ist und dass das Gepäck hochgebracht wird. Selbstverständlich. Sauber. Bringen Sie die Herrschaften in die Suite, bitte. Anmeldung? Machen wir später. Einen angenehmen Aufenthalt. Danke schön. Sie kurz folgen wollen? Ja. Alfons, anscheinend haben Sie doch noch einiges im Hotelbetrieb zu lernen. Wenn Sie Fragen haben, ich bin jederzeit zu sprechen. Schließlich sind Sie hier nicht entscheidungsbefugt. Guten Appetit. Den Quark habe ich selbst angemacht. Der wird dir schmecken. Ja, davon bin ich überzeugt. Danke, dass du dich so lieb um mich kümmerst. Das mache ich doch gerne. Ja, aber deswegen musst du dich doch nicht opfern und dasselbe essen wie ich. Ach, da bin ich ganz solidarisch. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Bin ich froh, dass ich mit der Arbeit fertig bin. Herr Hochleitner, hallo. Hallo. So, jetzt eine leckere Pizza, eine gute Zeitung und gute Musik. Der Tag ist gerettet. Wovor gerettet? Ich sag's euch, da war eine Stimmung im Hotel, eisiger als der Nordpol, echt. Mhm. Engelchen, der Hochleitner muss strenge Diät halten. Echt? Das könnte ich ja nicht, gell? Wenn ich auf Pizza verzichten müsste. Mhm. Und deshalb sollte man ihn nicht mit einem anderen Essen durcheinander bringen. Hm? Könntest du deine Pizza bitte woanders essen? Soll ich jetzt vor die Tür gehen, oder was? Ja, zum Beispiel. Jola, mach dir keinen Kopf. Wenn ich drüben im Hotelrestaurant esse, muss ich mich auch damit abfinden, wenn neben mir einer ein Filet Mignon ist. Eben, und genau deswegen wollte ich dich hier auch noch diesen Qualen aussetzen. Ach, macht mir doch nichts aus. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns beim Essen Gesellschaft leisten. Hm, danke, Herr Hochleitner. Guten Appetit, Mutter. Mahlzeit, Tochter. Hm? Ist wirklich sehr tapfer. Ach, so ein Schmarrn. Macht mir doch nichts aus. Selbstverständlich, Herr Wagner. Ja, auf den Bergen liegt Schnee, jede Menge. Kleinen Moment. Ja? Ach, heute schon. Ich schau mal nach, kleinen Moment. Ja, die Hochzeitssuite ist frei, kein Problem. Herr Wagner, noch mal einen kleinen Moment, bitte. Die Hochzeitssuite ist erst ab morgen wieder frei. Oh je, ich höre gerade, die Hochzeitssuite ist erst ab morgen wieder frei. Mhm. Gut, gut, dann machen wir das so. Ja, danke, wiederhören. Was soll denn das? Ja. Ein Paar auf Hochzeitsreise war da und die haben die Suite gebucht, allerdings zu Sonderkonditionen. Wie das? Ja, es war der Wunsch ihres Vaters. Was hat denn mein Vater mit den Buchungen zu tun? Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber er war sehr bestimmend. Das heißt, er hat sie einfach übergangen. Alfons, was hat mein Vater für ein Problem mit Ihnen? Vielleicht sollten Sie da mal mit ihm drüber reden. Das ist nicht der richtige Moment. Er lässt niemanden an sich ran. Ich weiß auch nicht, was er hat. Ja, wenn Sie irgendwelche Hilfe brauchen, ich... Danke, Alfons, da muss ich selber durch. Das ist eine rein familiäre Angelegenheit. Ach so, ja. Wenn Sie sich das bei Gelegenheit mal durchschauen. Ja, danke. Aber Alfons, danke für das Angebot.
Habe ich mich wirklich so getäuscht? Christian fühlt doch auch was für mich. Ich verstehe das nicht. Wieso ist er so unnahbar? Vorhin, er wollte mich in die Arme nehmen. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube auch, dass er gemerkt hat, dass es mir genauso ging. Aber irgendwas hat ihn abgehalten. Hallo, Laura. Störe ich? Ich habe Sie auch eigentlich gesucht. Mich? Mhm. Sie sind die Einzige, mit der ich über meinen Schwager reden kann. Ich fange an, mir Sorgen zu machen. Er hat sich so verändert, er ist so wortkarg geworden, schleppt irgendwelche Probleme mit sich rum. Ich komme einfach nicht mehr an ihn ran. Ja, aber das ist doch klar. Ich meine, seine Frau, also ihre Schwester ist ja gerade erst gestorben. Ja, aber da ist noch was anderes. Irgendwelche neuen Probleme. Aber er lässt einfach nichts durch. Was kann ich denn da machen? Naja, ich weiß, dass Sie einfach mehr empfinden als reine Sympathie für ihn. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, ist das nicht zu übersehen? Nee, also, da bringt er sich über was ein. Es muss Ihnen jetzt nicht peinlich sein. Ich meine, mein Schwager ist ein gut aussehender Mann. Er ist sehr einfühlsam und außerdem ist er jetzt frei. Nee, das ist irgendwie ein Missverständnis, glaube ich. Mhm. Naja, vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ja, ganz bestimmt sogar. Wir sind wirklich gute Freunde geworden im Krankenhaus. Wir hatten ja beide einen Koma-Patienten zu versorgen, deshalb... Verstehe. Tja, also Sie sind zu mir gekommen, um mit mir über Christian zu reden. Jetzt fragen Sie mich über meine Gefühle aus. Hat er denn in der Richtung irgendwas erwähnt? Nein, er hat überhaupt nicht über Sie gesprochen. Ich glaube auch, dass er im Moment für solche Gefühle gar nicht offen ist. Ja, also ich glaube, meine Pause dürfte zu Ende sein. Ich muss los, ja? Ja, Helen Marinelli, ja, hallo. Ich rufe an wegen der Stelle im Krankenhaus. Ist sie noch frei? Super. Dann habe ich folgendes Angebot zu machen. Willst du wirklich nichts trinken? Na, lass mal, Vater. Wie willst du jetzt vorgehen? Wie ich es gesagt habe. Ich werde nicht akzeptieren, dass Charlotte tot ist, bis ihre Leiche gefunden wird. Bis dahin verwalte ich ihr Vermögen. Das Hotel inbegriffen. Und was ist mit Robert? Elisabeth befürchtet auch. Robert wird meine Entscheidung anfechten. Vielleicht wäre es das Beste, wenn du ihn zur Vernunft bringen würdest, bevor er uns alle ins Unglück reißt. Das habe ich schon versucht. Aber du konntest nichts erreichen. Was glaubst du denn? Du kennst doch Robert. Wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat? Ja. Dein aufbrausendes Temperament wird ihn noch in manche Schwierigkeiten bringen. Ja, genauso wie dich deins. Musste das wirklich sein, Alfons so bloßzustellen vor den Gästen? Hat er sich bei dir beschwert? Nein, ich hab's zufällig mitbekommen. Wer hat hier das Sagen im Fürstenhof? Im Moment die Klinker-Emden-Gruppe und ich. Also nicht Alfons, oder? Was soll das, Vater? Warum musst du ständig auf ihm rumhacken? Alfons ist doch schon so lange im Fürstenhof, der gehört doch fast zur Familie. Das wäre noch schöner. Alfons ist Portier, sonst gar nichts. David, ich packe gerade für Mailand. Und? Kommst du jetzt mit oder nicht? Aus der Reise wird leider nichts, Schatz. Zumindest nicht für mich. Du wolltest es doch versuchen. Wir waren uns doch einig, dass du 2 Tage fehlen kannst. Das hatte ich auch gehofft, ja. Aber Vater und Robert schlagen sich die Köpfe ein. Das gibt eine Katastrophe, wenn ich nicht hier bleibe. Sag mal, übertreibst du nicht ein bisschen? Ich wünschte, es wäre so. Katharina, ich kann mir auch was Schöneres vorstellen, als zwischen den beiden zu vermitteln. Wirklich. Und was ist mit mir, Alexander? Ich habe keine andere Wahl. Tut mir leid. Ich verspreche dir, sobald hier ein bisschen Ruhe einkehrt, machen wir eine wunderschöne Reise. Es kann lang dauern. Katharina, das ist auch dein Hotel. Was ist, willst du, dass hier alles im Bach untergeht, nur weil wir auf einer Vernissage sind? Wegen 2 Tagen wird das Hotel schon nicht untergehen. Schon eher am Ego einiger Männer hier. Meinst du mich? Entschuldige, aber ich hab's einfach satt, ständig die Verständnisvolle zu spielen. Oh mein Gott. Du hast ja recht. Ja, Schatz, ich mach's wieder gut. Du hast recht, dich zu beschweren, wirklich. Ich mach's wieder gut, versprochen. Grüß Gott, ihr Herrschaften. Alles so fleißig?
Hallo Laura. Das riecht ja köstlich. Eine neue Kreation. Ja, ich versuche gerade Mandelnougat mit Trüffelöl zu mischen. Das klingt faszinierend. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich auch. Und was haben wir da? Das geht dich nichts an. Das geht mich sehr wohl etwas an. Denn ich habe mir ein paar neue Menüs überlegt. Du? Ha, dass ich nicht lache. Du hast dir gar nichts zu sagen. Jetzt hör mal zu, mein Junge. Du bist hier nur der Koch und ich bin der Chef. Und wenn dir das nicht passt, dann such dir bitte einen neuen Job. Einen schönen Tag noch. Wenn hier einer verschwindet, dann bist du das, du egoistischer Mistkerl. Das ist ja nicht zu fassen. Hör mal auf, nicht vom Personal. Lass mich in Ruhe. Na, was ist denn los mit euch beiden? Ihr giftet euch ja nur noch an. Was ist? Hat Papa sein Pralinenprinzesschen nicht aufgeklärt? Kannst du dich mal bitte zusammenreißen? Entweder du sagst mir, was hier los ist, oder lässt mich in Ruhe. Nein, du lässt mich in Ruhe und meine Familie gleich mit. Das ist auch meine Familie. Zicke. Egomane. Und da steht sie. Die niegelnagelneue Wäschemangel. Die hat Hildegard von ihren eigenen Ersparnissen für mich gekauft. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mir zumute war. Eine wahre Freundin. Ja. Ich mache jetzt noch eine Kanne Tee, ja? Nicht für mich. Ich muss zurück ins Hotel. Na gut, dann bis morgen früh zur Gymnastikstunde. Und nichts mehr essen. Wenn du Hunger hast, trink Mineralwasser. Das stoppt den Appetit. Fest versprochen. Und euch beiden noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ich finde alleine raus. Ciao. Sag mal, was soll denn das blöde Dauergegrinse? Habe ich irgendeinen Witz verpasst? Du bist verknallt. Meine Mutter ist über beide Ohren verliebt. Du spinnst doch. Und der Franzl, mei, der schmilzt dahin, wenn du ihn nur anschaust. Du hast eine rege Fantasie. Der Franz muss abnehmen und ich helfe ihm dabei. Ich bin seine Trainerin und sonst gar nichts. Ja, und ich bin der Osterhase. Weil ich dir gleich die Ohren lang ziehe. Sag mal, warum gibst du jetzt nicht zu, dass du für den Dicken was empfindest? Jetzt hör doch mal auf. Der ist Alfons Freund. Und Alfons gibt mir Geld, damit ich ihm helfe. Basta. So, so. Ja, ja. Alexander, ist was passiert? Ach, nein. Ach komm, du hast so ein Problem, du kannst mir doch nichts vormachen. Dass du das gleich bemerkst. Wer hat's denn nicht bemerkt? Ach, ist doch unwichtig. Da muss ich alleine durch. Vielleicht kann ich dir aber auch helfen. Du hast doch gesagt, ich soll dich da raushalten. Du wolltest von meinen familiären Problemen nichts mehr wissen, oder? Werner und Robert haben sich vorhin so angezickt in der Küche. Kann man sich gar nicht raushalten. Außerdem gehöre ich zur Familie. Ja, das stimmt. Na also, erzähl. Es geht um Mutters Testament. Ja, natürlich hat mein Vater auch einen Anwalt, Herr Stadler. Ja, dann müssen wir eben prozessieren. Ja, notfalls werde ich über die zerrüttete Ehe meiner Eltern berichten müssen. Ja. Mein Bruder ist auf meiner Seite. Ja. Ja gut, ich rufe Sie wieder zurück. Was fällt Ihnen eigentlich ein, andere Menschen beim Telefonieren zu belauschen? Ja, dann reden Sie doch nicht so laut, wenn man nichts mitkriegen soll. Es wird sowieso jetzt gleich jeder im Hotel erfahren. Informationen aus erster Hand, damit bloß keine Gerüchte aufkommen. Sagen Sie mal, wofür halten Sie mich eigentlich? Wollen Sie die Informationen jetzt haben oder nicht? Ja. Saalfeld Senior lässt den Tod meiner Mama nicht offiziell anerkennen und will sich dadurch die Verwaltung ihres Vermögens sichern. Aber ich mache ihm einen Strich durch die Rechnung. Dieses Hotel gehört Alexander und mir und wir haben genauso Rechte wie er. Mein Gott, ist das ein Durcheinander. So. Und jetzt ziehen Sie los und erzählen Sie es wem auch immer. Halten Sie mich für eine Tratsche?
Sehen Sie erst mal zu, dass Sie Ihren Kopf hier oben freikriegen. Da sind ja nur Rachegedanken drin. Oje, Alfons, da kommt was auf uns zu. Ja, was denn? Hoffentlich verlieren wir jetzt nicht alle unsere Arbeit. Richard, bitte, ich hab zu tun. Also, du solltest mir jetzt wirklich mal zuhören. Ist er da drin? Der Senior, nein. Robert strengt einen Prozess an gegen seinen Vater. Was? Das gibt's doch nicht. Ich war gerade in der Küche und er hat so laut mit seinem Anwalt telefoniert, dass ich das gehört habe. Geht's um Charlottes Testament? Der alte Saalfeld will Charlottes Tod nicht anerkennen, damit er hier Chef bleiben kann. Und Robert will sich das nicht gefallen lassen und da strengt er halt einen Prozess an gegen seinen Vater. Ja, das ist doch unmöglich. Wenn ich's dir sage. Und nach dem Telefonat hat er dann ganz offen mit mir drüber geredet. Er sagt, damit es keine Gerüchte und kein Getratsche gibt. Also, ich traue Werner Saalfeld ja einiges zu. Aber dass er Charlottes letzten Willen so ignoriert und von ihrem Tod auch noch profitiert. Das ist unmöglich, ja? Ja, ich muss den Jungs beistehen. Ich werde vor Gericht zu ihren Gunsten aussagen. Ja, sag mal, bist du jetzt von allen guten Geistern verlassen? Ja, ich muss Alexander doch helfen. Ja, aber doch nicht, indem du in aller Öffentlichkeit seine wahre Herkunft ausposaunst. Hältst du denn das für eine angemessene Hilfe? Das muss ich ja nicht verraten. Vor Gericht stehst du unter Eid. Die werden dich schon fragen, in welcher Beziehung du zu Alexander Saalfeld stehst. Ja, stimmt. Aber es muss doch eine Gerechtigkeit geben. Ja, aber für die bist du doch nicht verantwortlich. Wenn du dich in die Familienfehde der Saalfelds einmischst, dann bist du der Verlierer. Eigentlich kannst du nur verlieren. Du stehst ja komplett zwischen den Fronten. Ja, beide erwarten sie, dass ich zu ihnen halte. Und du musst dich entscheiden. Robert spricht mir aus der Seele. Also, Mutters letzter Wille ist mir heilig, absolut heilig. Wirklich. Aber wenn ich das sachlich betrachte, dann glaube ich, wie der Vater hat recht. Wenn dieser Orden nicht wäre, dann... Es geht um Charlottes Wille. Die hätte bestimmt das Beste fürs Hotel gewollt. Es muss doch einen Mittelweg geben. Lass dir da bloß nicht reinreden. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, und dann entscheidest du dich. Wahrscheinlich hast du recht. Es tut gut, mit dir drüber zu reden. Du verstehst es, verstehst mich. Dafür bin ich ja da. Ja. Ist spät geworden. Ja. Ja, Katharina wartet bestimmt schon. Danke dir, Laura. Danke. Das ist mal wieder typisch. Anderen kann ich immer wunderbar Ratschläge geben. Für jeden habe ich Verständnis, jeder ist dankbar, wenn ich so weise daherrede. Warum kann ich nicht für meine Probleme mal eine Lösung finden? Ja, so ist gut, dass die Sivierglocke bemessen ist. Sonst könnte er eh dazu greifen. Ja, stimmt. Was gibt's denn so zum Abendessen heute? Haussalami, Käse und die Pasteten unseres Chefkochs. Ist das alles für einen Gast? Ja, aber dieser Gast, der isst meistens gar nicht so viel, wie er bestellt. Schade. Schade um das schöne Essen. Wissen Sie was, Sie können eigentlich ein paar von den Schnittchen haben. Ich kann da neue holen. Nein, bin auf Diät, darf ich nicht. Habe ich alles dem Herrn Alfons Zombigler zu verdanken. Der will unbedingt, dass ich ein paar Pfund abnehme. So ein Schwachsinn. Haben Sie denn vielleicht gesundheitliche Probleme, oder? Ach, von wegen, ich bin bumper gesund. Er will einen Spargelkatzern aus mir machen. Darf ich mit? Klar. Wissen Sie, war ja schon als kleiner Bub immer kräftiger wie die anderen. Ja, meine Mutter hat mich auch immer gemessert, weil ich so dünn war. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie versorgen mich mit Köstlichkeiten und ich werde Sie fürstlich belohnen. Ich weiß nicht, ich will keinen Ärger mit dem Herrn Zombichler haben, der flippt immer so schnell aus. Der musst du das nicht wissen. Bleibt unser kleines Geheimnis. Wissen Sie, was ich mache mit einem Vorschlag? Sie bringen meine Haxen aufs Zimmer und die Reste dürfen Sie behalten.
Ich weiß nicht, nicht, dass es ihm gesundheitlich schadet. Ach, geh, weißt du selber am besten, was mir gut tut. Besser wie der Alfons auf alle Fälle. Und was hat der Stadler gesagt? Er wird uns als Anwalt vertreten. Allerdings nur, wenn wir uns einig sind mit unseren Aussagen. Sonst bringt das nichts. Das passt mir nicht, Robert. Warum müssen wir damit vor Gericht gehen? Hast du eine bessere Idee? Danke, nicht für mich. Das ist ein 95er. Ja, ich weiß. Aber eine öffentliche Schlammschlacht provozieren. Hm? Was glaubst du, was macht das mit unserem Ruf? Der Fürstenhof war schon mal im öffentlichen Gerede. Stichwort Cora, kannst du dich erinnern? Unser Vater hat ein Händchen für Katastrophen und Schweinereien. Eben, und das ist noch nicht allzu lange her. Wir sollten uns aus der Presse raushalten. Die öffentliche Meinung ist mir egal. Ja, mir aber nicht! Schlechte Presse ist auch gut fürs Geschäft. Nicht für unsere Stammgäste. Dich interessiert nur die Fassade, was? Was dahinter geschieht, ist dir völlig egal. Das stimmt doch überhaupt nicht. Überleg mal, was Mutter gemacht hätte in dieser Situation. Es wäre bestimmt nicht recht gewesen, wenn wir uns bekriegen und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Mutter hat Vater nicht getraut. Deswegen dieses Testament, das du nicht respektieren willst. Das ist doch vollkommener Unsinn. Ich will nur, dass wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen und reden. Und zwar ohne Gericht, ohne Anwalt und ohne Presse. Gemeinsam mit einem egoistischen Vater, der keine Möglichkeit auslassen wird, uns über den Tisch zu ziehen. Du übertreibst mal wieder. Stattdessen sitzt du da und schaust zu, als ob das irgendetwas bringen würde. Dir geht es gar nicht um Mama. Oder? Du willst nur lieb Kind bei Vater machen. Schaltest du eigentlich immer deinen Verstand aus, wenn es um Vater geht? Im Gegenteil. Deswegen merke ich auch, wie blind du bist, wenn es darum geht, ihm zu gefallen. Gott, Robert, wie kann man nur so verbohrt sein? Ich versuche, dieses Hotel zu retten. Du und Vater, ihr wollt euch nur fertig machen. Max, der Portier sagte mir, dass du mich sprechen wolltest. Ja, danke, dass du kommen konntest. Bitte setz dich doch. Möchtest du was trinken? Mach's bitte kurz, Werner. Ich möchte schlafen gehen. Ja, also, mein Vorwurf, dass du nur an dich und an das Geld für deinen Orden denken würdest, ich möchte mich dafür entschuldigen. Du warst wirklich sehr beleidigend. Ich weiß. Es ist nur so, Charlottes Geheimnis, eigentlich ihre Lüge über Alexanders leiblichen Vater, das hat mich aus der Bahn geworfen. Das verstehe ich, aber musst du deswegen gleich einen Krieg anzetteln? Ja, es ist sicherlich nicht der beste Weg. Aber ich weiß einfach nicht weiter. Ich habe einfach Angst, dass das Geheimnis rauskommt. Von mir erfährt es keiner, wenn es das ist, worum du mich bitten wolltest. Aber Alfons weiß es doch. Und wenn er Alexander gegenüber... Ich will nicht auch nur meinen Sohn verlieren. Du hast Robert. Ich habe zwei Söhne. Ich liebe sie beide. Aber mit Robert werde ich nie einer Meinung sein. Dafür sind wir uns zu ähnlich. Alexander dagegen ist viel mehr. Mach dir keine Sorgen um etwas, das vielleicht passieren könnte. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Kannst du mir verzeihen? Ja, irgendwie ist es schön, eine Vertraute zu haben. So sehe ich dich. Und es tut mir gut, mit dir zu reden. Bist du so früh schon auf dem Weg zur Arbeit bei diesem schönen Wetter? Ja, ich bin morgens ganz gern ein bisschen allein in der Küche. Hab ich noch meine Ruhe und so. Mhm. Und du? Ich habe Brötchen gekauft für Helen und mich. Schönes Frühstück euch beiden. Ja, das wünsche ich dir auch. Bis später. Bis später. Dieser Mann macht mich fertig. Jedes Mal. Vielleicht schlage ich ihn mir aus dem Kopf, wenn er nicht mehr hier ist. Ich will wissen, was er für mich fühlt. Seine Schwägerin behauptet, Christian könne gar nicht mehr lieben. Aber so wie er mich immer ansieht. Und selbst wenn er sich nicht für mich interessiert, ich kann mich gegen meine Gefühle nicht wehren. Ich habe mich verliebt. Es fühlt sich einfach schön an, wenn er in meiner Nähe ist. Hallo.
Guten Morgen, Robert. Morgen, Katharina. Hast du einen Moment Zeit für mich? Sei mir nicht böse, aber ich muss dringend diesen Lieferanten anrufen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich die Aktion von eurem Vater auch nicht gut finde. Wenigstens einer, der zu mir hält. Robert Alexander macht sich auch Sorgen. Ist mit seinen Gedanken nur mehr bei eurem Konflikt. Seine Gedanken reichen mir nicht, Katharina. Ich muss wissen, zu wem er hält. Genau darum geht's. Warum muss er denn überhaupt Partei ergreifen? Weil er zur Familie gehört, weil er sich um dieses Hotel kümmern muss und weil er verdammt nochmal endlich Farbe bekennen soll. Wenn Alexander immer wieder zwischen euch steht, dann wird er nur zerrieben. Unsere Ehe, die leidet auch schon darunter. Ich wollte 2 Tage mit ihm wegfahren, aber... Von mir aus. Alexander ist mir sowieso gerade keine große Hilfe. Du meinst also, es wäre nicht schlimm, wenn er fehlen würde? Werner und ich sind heillos zerstritten. Da ist sowieso nichts mehr zu retten. Pack deine Sachen und geh. Danke, dass du mich verstehst, Robert. Alexander? Ja? Ich habe noch mal über unsere Mailand-Reise nachgedacht. Katharina, können wir das auf später verschieben? Schau dir meinen Schreibtisch an, ich habe noch so viel zu erledigen. Bitte, keine Ausreden mehr, ja? Ich möchte, dass du mitkommst. Es ist doch lächerlich wegen 2 Tagen. Ich habe dir gestern schon gesagt, ich muss hierbleiben. Wegen Vater und wegen Robert. Ich sehe nicht ein, warum ich ständig zurückstecken muss. Das ist doch eine Frage der Prioritäten. Was ist, wenn die beiden wirklich aufeinander losgehen? Ha? Ich muss hier sein, um das zu verhindern. Ja, und dafür bist du bereit, unsere Ehe zu vernachlässigen. Katharina, du erkennst den Ernst der Lage nicht. Warum machst du aus dieser kleinen Mailand-Geschichte so eine riesen Grundsatzdiskussion? Ach, weil diese kleine Geschichte unsere ganze Ehe widerspiegelt. Ich fahr mit dir, Mann, nach Mailand. Das habe ich doch versprochen, sobald ich diese 2 Irren hier unter Kontrolle habe. Dann ist es vielleicht zu spät. Wofür? Für uns, Alexander. Katharina, das lass uns bitte vernünftig sein, ja? Es reicht doch schon, wenn sich die anderen bekriegen. Du verstehst mich nicht. Was ist dir eigentlich wichtiger? Der Fürstenhof mit seinen ständigen Krisen oder ich und unsere Ehe? Das ist jetzt unfair, ja? Ich muss mich hier um alles kümmern. Ich kümmere mich um das Hotel, um die Finanzen, um meine zerstrittene Familie und jetzt setzt du mich auch noch unter Druck. Weißt du was? Ich fliege allein nach Mailand. Hast du genügend Zeit, dir endlich Gedanken darüber zu machen, was dir unsere Ehe bedeutet? Bitte sehr. Das riecht aber verführerisch. Ja. Oh, die Brötchen habe ich so vermisst in Mexiko. Du auch? Ja. Die werden uns auch wieder abgehen in Russland. Aber in Russland backen sie einfach besseres Brot als in Mexiko. Ja, hallo? Ich bin selbst dran. Herr Dr. Svetko, wo haben Sie denn meine Nummer her? Ah, ja. Ja? Was, in 3 Tagen schon? Nein, das... ich habe gerade überhaupt keine Zeit. Ich melde mich im Laufe des Tages, okay? Alles klar. Ja, vielen Dank. Wiederhören. Das war Nikolai Svetko, dieser Chefarzt aus Moskau. Ja, die haben die Nummer von mir. Die haben bei mir angerufen. Die brauchen dich ganz dringend. Sag mal, geht's eigentlich noch? Hätte ich lügen sollen und sagen sollen, ich weiß nicht, wo du bist? Ich habe dir doch ganz klar gesagt, dass ich mich jetzt noch nicht entscheiden kann, ob ich überhaupt nach Russland will. Gregor, die Stelle des Notarztes konnte nicht länger frei bleiben. Konnte? Was heißt das denn? Hey, das ist eine super Stelle. Das ist ein ganz tolles Krankenhaus, eins der besten. Die stellen da nur Top-Ärzte ein. Kannst du bitte etwas deutlicher werden? Ich habe in deinem Namen zugesagt. Sonst hätte irgendjemand anders die Stelle weggeschnappt. Du hast zugesagt, in meinem Namen? Ja. Und du musst da auch sofort hin. Ich kann auch Tickets für dich besorgen. Du hast über meinen Kopf hinweg entschieden. Sag mal, wie kommst du denn zu sowas? Ich dachte, du wolltest auch nach Russland. Ich habe dir immer gesagt, ich entscheide, wann es losgeht und nicht du. Wir fanden es übrigens ganz wunderbar hier bei Ihnen. Das ist ganz im Sinn unseres Hauses. Und vielen Dank nochmal für den Preisnachlass. Der Page hat Ihre Koffer schon rausgebracht. Ich wünsche Ihnen noch schöne Flitterwochen. Dankeschön. Wiedersehen. Wiederschauen.
Schauen Sie nicht so griesgrämig. Sie vergrauen uns ja die Gäste. Herr Solfeld, kann ich was für Sie tun? Allerdings. Wenden Sie sich in Zukunft direkt an mich, wenn Sie ein Problem haben. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich will, dass Sie aufhören, sich über mich bei Alexander zu beschweren. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Ja, das habe ich doch gar nicht getan. Ach, feige sind Sie auch noch. Sie sollten Manns genug sein, es zuzugeben. Du bist mit Leib und Seele Arzt, Gregor. Wie lange willst du dich hier noch verstecken? Zum 100. Mal nenn mich nicht Gregor. Sag mal, verstehst du das nicht? Du entscheidest über meinen Kopf. Das geht einfach nicht. Aber ich habe mich doch schon entschuldigt bei dir. Ja, aber du hast mich in eine unmögliche Situation gebracht. Was soll denn dieser Direktor des Krankenhauses von mir denken, wenn ich anrufe und absage und überhaupt nicht auftauche? Nach Sophias Tod warst du der Einzige, der mir noch geblieben ist. Ich wollte dich nicht auch noch verlieren. Wir wollten was Tolles aus unserer Zukunft machen. Gewöhn dir bitte für die Zukunft solche Übergriffe ab, ja? Versprochen. Verzeihst du mir? Ich werde den Moskau anrufen. Um die Stelle abzusagen. Es ist sowieso Zeit, von hier zu verschwinden. Und diese Klinik und die Arbeit, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ja? Ja. Ich rufe Dr. Svetko an und sag ihm, er soll mir die Details durchgeben. Ich freue mich. Herr Solfeld, ich muss mit Ihnen sprechen. Bitte? Was haben Sie mir zu sagen? Ich möchte nicht, dass Sie mich noch mal so herablassend behandeln. Dafür gibt es keinen Grund und das habe ich auch nicht verdient. Geben Sie es doch endlich zu. Es stinkt Ihnen gewaltig, dass ich wieder der Chef im Fürstenhof bin. Nein, wieso? Das waren es doch früher auch. Eben. Und jetzt, da ich Charlottes Erbe antrete, gebe ich das, was ich mir erarbeitet habe, nicht mehr aus der Hand. Wollen Sie meine Meinung hören? Ich finde es nicht in Ordnung, wie Sie Charlottes Willen einfach ignorieren. Das finden Sie nicht in Ordnung? Ein Portier sagt mir, was richtig und was falsch ist. Ihnen geht's doch nur um Ihre Machtposition und nicht um das Wohl dieses Hauses. Und das ist in meinen Augen scheinheilig. Sie haben meine Frau verführt. Das ist scheinheilig. Sie sind der Vater von Alexander. Wir haben doch nicht geglaubt, Sie könnten das auf Dauer verheimlichen. Aber das wird ein Nachspiel haben. Vielleicht solltest du Alexander doch besser die Wahrheit sagen. Meine Kinder ins Unglück stürzen? Kommt überhaupt nicht in Frage. Du weißt doch genau, wie sehr Alexander und Laura sich geliebt haben. Besser du sagst es als Alfons. Alexander, denken Sie bitte nicht schlecht von mir. Egal, was Sie über mich hören, ich wollte Sie nie enttäuschen. Sie einmal am wenigsten. Das ist bezaubernd aus. Danke. Kannst du mal ganz kurz zu mir helfen? Alexander. Entschuldigung.